Mein werter Freund oder meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Bleibt im Kopf. Und heute möchte ich dir sagen, warum du deinen Instagram-Feed gar nicht mehr zu faken brauchst. Vielleicht kennst du das, ne? Also ich meine, man wacht so morgens auf oder mitten am Tag in der Lernpause, was auch immer. Auf jeden Fall, man scrollt hier so ein bisschen durch den Insta-Feed und ja, man versinkt dann immer mehr so da drin und like mal ein paar Bilder hier. Genau, ich gebe hier auch mal ein Like ab, so. Und man denkt sich dann irgendwann mal, ach Mensch, jetzt bin ich auf irgendeinem Profil gelandet. Weiß auch gar nicht jetzt genau, wie ich da hingekommen bin. Und dann stalkt man vielleicht nochmal so ein paar Leute. Ich oute mich da immer nochmal ein bisschen abchecken. Okay, was geht bei ihr, was geht bei ihm so. Und dann merkt man so ganz schnell, ach krass, ey, jetzt haben die sich verlobt. Jetzt hat die gerade ihren Abschluss geschafft. Die nächste Person ist gerade trotz Corona irgendwo im Urlaub, was weiß ich, in Bayern unterwegs. Und man denkt sich so, Mensch, ich hätte auch gerne so einen schönen Insta-Feed, ja? Wo ich noch alles schön mit einem stimmigen Filter vielleicht hinterlegen kann, wo alles super professionell aussieht. Und vielleicht fühlst du dich auch jetzt gerade ein bisschen ertappt, dass du auch manchmal dieses Gefühl hast, Mensch, du hättest gerne diesen Insta-Feed von der anderen Person. Und das ist natürlich ein doofes Gefühl, ich gebe es zu, aber es ist eine, ja, wie soll ich sagen, es ist eine gute Erinnerung, eine gute Glaubenserinnerung an uns, die du und ich darin finden können. Und zwar möchte ich dir heute sagen, dass Gottes Feed für dich der beste ist. Was meine ich damit? Gott hat eine Timeline, die hat er für dein Leben geschrieben. Er hat Gebetserhörungen für dich vorbereitet, er hat Herausforderungen für dich vorbereitet und Wege und Aufgaben, die ganz individuell für dich zugeschnitten sind. Er sieht dich ganz individuell. Und ich möchte dir sagen, und ich sage das auch zu mir selber, dass Gottes Feed der beste ist, ja, für dein Leben, für mein Leben. Wir alle wollen gerne authentisch sein. Keiner von uns möchte gerne ein Fake-Leben führen, ein Fake-Account haben, als Fake bekannt sein. Wir wollen Authentizität. Das ist das, wonach wir uns sehnen, eigentlich in unserer Generation. Und das ist möglich, wenn du Gottes Timeline für dein Leben annimmst. Sein Feed ist der beste. Du musst nicht dein Lebensfeed mit dem Feed von anderen Leuten die ganze Zeit vergleichen, kopieren, irgendwie noch einen niceren Filter drauflegen, was weiß ich. Weil Gottes Feed ist der beste für dich und für mich ganz individuell. Das, was er für uns hat jeweils. Das perfekte Timing in der perfekten Timeline. Und das möchte ich dir einfach heute zusprechen. Und jedes Mal, wenn du vielleicht mal wieder ins Vergleichen kommst, auf Instagram oder wo auch immer, Facebook, wie auch immer, sei einfach daran erinnert, dass Gottes Feed für dich der allerbeste ist. In diesem Sinne, bleibt mir noch zu sagen, stay on fire!